So, hallo zusammen und da sind wir wieder bei Let's Play Feed the Beast und mein Name ist Karo7 und ja, wir wollten den Extractor bauen, habe ich gesehen. Und habe ich gesehen. Was laber ich denn hier? Ich habe mein eigenes Let's Play geguckt und gesehen, ach ja, der wollte einen Extractor bauen. Ja, dann machen wir das doch jetzt mal. Alter. dafür brauchen wir Tree-Tabs. Zwar 4 Stück. Zack. Und dann brauche ich einen Electronic Circuit. Habe ich noch? Ja, Kupfer habe ich noch. Perfekt. Kann ich auch direkt mal hier meine coole Maschine ausprobieren. Also die Bedbox, das ist im Endeffekt jetzt hier ein kleiner Puffer. Also ich habe meinen Generator, der Kohle befeuert, der Bedbox speichert theoretisch die Energie und der Metal Former lädt sich jetzt auch erstmal auf. Aha, das ist neu. So, der ist jetzt aufgeladen und jetzt seht ihr auch hier, zack, die Bedbox lädt sich auch auf. Und so haben wir jetzt nicht mehr das Problem, dass die Maschinen irgendwie Probleme verursachen. Ich kann nämlich jetzt direkt daraus Kupferkabel machen. Das finde ich sehr, sehr cool. Weil da kriegt man nämlich drei raus und nicht wie vorher zwei mit dem Cutter. Das ist sehr, sehr praktisch. Deswegen machen wir es jetzt direkt nochmal, damit wir unsere Kabel parat haben. So, dann brauchen wir eine Iron Plate, wenn ich mich recht entsinne. Und im Endeffekt nochmal 8. So, er hat uns jetzt die Kabel hergestellt. Und den stellen wir jetzt auf Rolling. Jetzt macht er uns Platten. Können wir währenddessen schon mal die Kabel machen. Zack. Jetzt haben wir 6 Kabel. Dann brauche ich 2 Redstone. Eine Iron Plate. Pack das hier zusammen. Und habe schon mal den Electronic Circuit. Jetzt brauche ich noch 8 Iron Plates. Das ist ein bisschen warten. Und dann haben wir auch den Extractor. Den muss ich dann damit dran schließen. So, was ich euch noch zeigen wollte. Ich habe mir hier eine kleine Rubber Farm draußen angelegt. Sind im Endeffekt einfach diese Rubber Trees. Habe ich ein paar hier hingestellt. Mit Fackeln drumherum und ein bisschen Knochenmehl benutzt. Und ja, jetzt muss ich nur ab und zu mal hier durchgehen und Rubber abfarmen. Vor allen Dingen kann ich jetzt, wenn ich den Extractor habe, mir erstmal sehr, sehr viel Rubber herstellen. Denn dieses Rubber Wood kann man in den Extractor schmeißen und dann wird da draus auch Rubber. So, wenn der fertig ist, dann macht er mir noch mal ein paar Kabel. Weil ich werde ja jetzt mehr als eine Maschine an die Bedbox anschließen und dann lege ich nämlich die Kabel hier unten in den Boden. Das können wir schon mal vorbereiten. Und da geht die Spitzhacke kaputt. Aber wir wären ja nicht wir, wenn das nicht alles kein Problem wäre, ne? So, die Bedbox kommt dahin, dann kommt hier der Metal Former hin und dann daneben der Extractor. So. Iron Plates sind da. Dann kann der uns die Kabel mal machen. Zwar braucht er nicht so viel, sondern so 6 Kabel sollten reichen. 1, 2, 3 theoretisch würden sogar reichen. Das reicht. Und wir sind jetzt auch nochmal cool und isolieren die auch direkt, weil ansonsten kriegt man jedes Mal, wenn man da dran geht, einen Stromschlag. Das wäre ja unschön. Ah, komm her, Wrench. So. Und dann brauche ich tatsächlich die Wrench, um das Teil mal abzubauen. Und dann stelle ich die Bedbox nämlich hier hin. So.
jetzt läuft das über dieses Kabel. Diese Kabel haben eine gewisse Verlustleistung, leider. Aber ich habe jetzt so das Ganze schon vorbereitet, dass hier gleich der Extractor mit daneben kann. Den wir uns dann nämlich jetzt auch mal bauen. Machine Block, Electronic Circuit, Tree Tap. Ich glaube, ich habe es verdreht. Ja. So, Extractor ist da. Wird daneben geschmissen. Lädt sich ganz schnell auf. Und wo ist es? Der kann aus dem Rubberboot dann uns jetzt auch schon mal Rubber herstellen. Das Ding ist ziemlich langsam. Deswegen, da wären Overclocker-Upgrades interessant. Da kommen wir aber später zu. Gibt halt, also Kurzabriss, es gibt bei Industrial Craft hier verschiedene Upgrades. 4 Stück, glaube ich. Muss ich mal gucken. Industrial Craft. Gucken, wo sind sie denn? Da. Overclocker, Transformer, Energy Storage, Ejector, Fluid Ejector, Redstone Signal Inverter. Das sind Upgrades, die kann man dann da reinschmeißen, hier in diese Slots, sind 4 Stück. Und damit kann man die Maschinen wesentlich besser machen. Interessant ist es beim Extractor zum Beispiel ein Overclocker Upgrade reinzuschmeißen, denn Decreases Process Time to 70%, Increase Power to 160%. Da das Ding, glaube ich, im Moment 2 EU pro Tick nutzt. Gucken, Extractor. Ja, 2 EU pro Tick ist mir das erstmal herzlich egal. Also so ein Overclocker Upgrade wäre am Anfang da sogar denkbar, sowas zu machen. Ja? Ja. Jawohl, gut, dann haben wir jetzt erstmal schon mal vorbereitet für Schwefel. Ich möchte das gerne mal ausprobieren, ob das tatsächlich funktioniert. Ich habe hier Gunpowder drin. Ja, er macht was. Sulfur. Sollte gehen. Da kann ich nämlich, wenn ich ein paar Blazes im Nether gefunden habe, auch diesen Pyrotheum-Dust herstellen. Jawohl. Dann soll er mir mal davon noch welche herstellen. Das legen wir erstmal hier auf Halde. Ja. Könnte da jetzt noch ein bisschen Auto-Processing dran machen, aber das lassen wir erstmal, weil muss ja nicht sein. Aber ich finde es an sich schon mal ganz cool. Vor allen Dingen, jetzt sind hier diese Maschinen und es wird. Wir werden immer mehr technisch. Vor allen Dingen, weil wir jetzt nämlich auch noch den Induction Smelter bauen. Den da. Brauchen wir einen Machine Frame. Invar, ein Bucket. Reception Coil war das. Genau, alles klar. Machen wir das doch direkt wieder hier drüber. Das ist ja, also ich finde das sehr angenehm. Reception Coil. Dann einen Eimer. Wo ist sonst noch? Copper Gears waren das, genau. Zack. Und 2 Eisen in die Mitte. Und dann den Machine Frame. Das kann ich mir irgendwie nie merken. Das waren Tin Gear. Und zwar so. Und dann 4 Eisen. Und Glas. Hm. Das könnte schwierig werden. Schmeißen wir hier mal Sand rein. Da ist übrigens schon genug drin. 2000 Resonant Ender für 2 Tesseracts. Das ist sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Ich denke, den Induction Smelter, den kann ich dann erstmal hier vorne vorstellen. So, er hat uns hier Glas hergestellt, da haben wir unseren Machine Frame, Bucket, Copper Gears, Redstone Reception Coil und jetzt, tadadada, kommt Ingvar, oder Invar heißt das, hier.
Was ist Invar? Hatten wir, glaube ich, bei den Magmatics schon mal, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das damals erklärt habe. Das ist dieses Ferrous Dust. Also dieses Ferrous Ore und Eisen miteinander. Im Verhältnis, glaube ich, 3 zu 1 war das. Muss man einfach irgendwann drauf haben, diese Erze zu machen. So, machen wir erstmal hier. Ich mache mal alle Outputs aus. Dass der uns sich hier nervt. So. Wir haben jetzt schon gut hier was an Maschinen stehen. Also ich finde auch schön hier diese Alloy-Smelter, die gefallen mir echt gut. Die sind nämlich sehr schnell. Vor allen Dingen, weil die drei Sachen auf einmal machen. Das finde ich echt klasse. Ich würde sagen. Kommen da noch drei Glas raus. Zack. Schmeißen wir direkt mit hier rein. Brauchen wir bestimmt. Dann haben wir nämlich jetzt soweit alles für diesen Enderium Ingot. Wo ist es denn? Enderpearl Powder. Ah, Enderium Ingot. Das ist dann Pyroteum und Enderium Bla Dust. Dieses Enderium Blend ist auch teuer. Zinn und Silber und Shiny Metal. Boah. Und Ender. Das muss ich dann hier in dem Fluid Transposer in einen Eimer umfüllen. Ja, das wird noch sehr, sehr viel Aufwand. Ich sehe das schon. Ja, ich werde dann jetzt erstmal nochmal ein bisschen im Nether farmen gehen und ich sag mal, wir sehen uns gleich wieder nach einer ganz kurzen Pause. Und also für euch ist die kurz, für mich, ich werde jetzt mal ein bisschen suchen nach Blazes. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich war ein bisschen im Nether unterwegs und habe ein bisschen Blazes gefarmt. Ich habe eine Nether Fortress gefunden, bin jetzt auch Firebat geworden, was sehr schön ist. Und ich produziere jetzt alles, um den Tesseract zu kriegen, weil wir wollen ja vernünftig arbeiten, ne? Habe ich gehört. Also, wir wollen ja mit dem Tesseract einiges an Materialien rüberbringen, Energie rüberbringen und so, dass wir total unabhängig sind. Und vor allen Dingen auch unser Quarry anfeuern. Ja. Was braucht man dafür? Ich brauche dieses Pyroteum. Dafür habe ich hier jetzt schon ein bisschen hier Blaze Powder, Kohle, Sulfur und Redstone. Das machen wir uns jetzt dann schon mal. Und wenn ich mich recht entsinne, wir brauchen vier Enderium Ingots. Das entspricht zwei von diesem Pyroteum. Und da wir zwei brauchen, brauchen wir vier. So. Dann haben wir jetzt davon schon mal genug. Dann brauche ich Hardened Glass. Das kann ich nämlich herstellen. Dafür brauchen wir das Lead und Obsidian. Ich brauche vier Stück. Ich brauche vier Stück pro Tesseract. Ich brauche also insgesamt acht. Das heißt, ich brauche das viermal. Das sind 8, 16, 32. Upp. Dann kann der jetzt uns schon mal schmelzen. Was brauchen wir hierfür noch? Wir brauchen Enderium Blend. Das ist Zinn, Silber, Shiny Metal und Resonant Ender. Zinn, Silber, Shiny. Ja. Wieso war das? Zinn, Silber und Shiny. Was auch immer Shiny Metal ist. Hier Zinn, Silber und Shiny. Und ich kann mir hier auch schon mal Diamanten mitnehmen, weil die brauchen wir gleich auch. So. Dann machen wir uns hier jetzt mal den ganzen Kram. Und dann brauche ich Resonant Ender im Eimer. Ich habe hier übrigens auch ein paar Kisten geupdatet. Jetzt ist es auch wieder symmetrisch, aber das war nicht das Ziel. Das Ziel war, weil hier die Kiste bald vollläuft und hier die Kiste ist schon voll. Ich weiß, da sind Sachen drin, die nicht unbedingt da drin sein müssen, aber so ist es nun mal.
So, jetzt haben wir zwei Buckets of Resonant Ender. Ich will mal gerade gucken. Für dieses Enderium Blend für 4 Stück. Also ich brauche 4 Barren. Aus 2 Dust mache ich 2 Barren. Das heißt, ich brauche 8 Barren. Ich brauche also 8 Dust. Das heißt, ich muss zweimal das herstellen. Perfekt. Zinn, Zinn, Silber, Schein. So. Zinn, Zinn, Silber, Shiny, Resonant Ender, Enderium Blend und Enderium Blend. Sehr schön. Unser Hardened Glass ist fertig. Enderium Ingedingsbums. Machen wir jetzt da draus. So, dann haben wir gleich den Enderium. Jetzt haben wir das Hardened Glass schon. Dann haben wir das Enderium schon. Und dann muss ich jetzt noch Enderpearls kaputt machen. Und zwar nochmal 8 Stück, um das ans Laufen zu kriegen. Jetzt haben wir schon 4, 6 und jetzt gleich sind es 8. Mann, Mann, Mann. Viel Aufwand für einen Tesseract, ey. Das ist schon echt krass, muss ich mal wirklich sagen. Und gerade mal eben einen Schluck trinken. Ja. Ist halt die Frage. Also, es ist schon krass, aber das Ding, das lohnt sich halt, ein Tesseract, ne? Muss man mal drüber nachdenken. So, jetzt kann ich das hier bauen: 48 Diamanten. Ja. 2 Tesseract Frames. Stopfen wir hier rein. Dann pumpen die mir die mal voll. Dann haben wir nämlich jetzt den Tesseract Frame voll. Und um da draußen einen Tesseract zu machen, brauchen wir noch Bronze und Silber. War ja irgendwie klar, dass man noch mehr braucht. Wir brauchen Silber. Zack. Und ich brauche Bronze. Das ist Kupfer und Zinn. Na. Ist einer zu viel. So, jetzt haben wir hier Bronze. Dann haben wir jetzt gleich auch unser Silber. Und da sind unsere Tesseract Frames vollgepumpt. Mann, 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 heute ist... also die Folge ist echt sehr produktiv. Muss ich jetzt echt mal sagen. Ich wollte euch jetzt das im Nether ersparen, weil das ist... Rumgefliege, Gesuche, das laggt dann ziemlich... Es ist nicht so schön, wie man sich das manchmal vorstellt. So. Und Tesseracts. Jawohl. Damit können wir jetzt das Quarry in den Nether packen. Und zwar können wir da mehrere Sachen jetzt mitmachen. Wir können zum einen aus dem Ding Energie rausziehen. Dann können wir in das Ding Items reinpumpen. Und dann würde ich gerne mit dem Teil Lava abpumpen. Weil wir haben halt einfach im Nether genug erstmal. Vielleicht sollte ich mir dann sogar noch einen dritten herstellen. Aber das ist sau viel Aufwand, wenn ich das hier mal so bedenke. Enderium. Hier mit dem Enderium Blend. Ach komm, das machen wir noch eben. So. Weil dann können wir nämlich die Sache mit dem Lava hin- und zurückpumpen, woanders hinsetzen. Also uns einfach eine Lavapumpe irgendwo hinsetzen. Ich denke, das ist nämlich dann am einfachsten. Und wir können da auch Energie rein transferieren. Das ist das Coole. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Enderium Dust. Das war Tintin, Silver, Shiny. Ich hab's nicht mehr im Kopf, ey. Und ich muss die Enderpearls kaputt machen. Mach mir hier schon mal einen Bucket rein.
Ich kann das Pyrotheum schon mal herstellen. Redstone und Kohle. Hab ich jetzt 2. 2 ergeben 4 Ingots, das reicht. Da haben wir unseren Enderium Bucket. Tintin, Silver, Shiny. Ab in den hier damit. Dann brauchen wir das Hardened Glass wieder. Das war 8 Obsidian. Das. Ja, dann habe ich kein Obsidian mehr. Und das war Pulverized Lead da drin. 8 Obsidian Dust. Kriege ich dafür denn genug raus? Kriege ich nur 2 Glas raus? Ich brauche Obsidian. Ich brauche Obsidian. Gut, dann gehen wir welches abbauen, weil ich weiß nämlich, wo welches ist. Wir haben nämlich unten in der Mine in jedem Fall Obsidian drin. Ich sollte mir dieses Quick-Menü davon mal zu Gemüte führen. Unten in der Mine ist ganz am Ende irgendwo Obsidian. Da, wo ich schon mal Lava abgepumpt habe. Man kann da auch dieses Fused Quartz nehmen, aber ich habe jetzt gerade keinen Quarz aus dem Nether geholt. Und ich möchte im Nether halt einen Query laufen lassen, damit wir genau solche Sachen erstmal in Massen bekommen. Boah, war das gerade am Längen. Aber hallo. Ja, Chunk Loading. So. Was haben wir denn hier? Da ist doch Obsidian. Perfekt. Jetzt habe ich 6 weitere Obsidian gefunden. Muss ich nur noch irgendwie hier rausfinden. Da ist meine Fackel. Guck mal, hier ist ein Diamant. Nee. Können wir nicht hier stehen lassen. Müssen abgebaut werden. Das sind ja noch wesentlich mehr. Also könnte ich jetzt auch noch Stunden verbringen und Sachen abbauen. Das war jetzt aber schon echt krass, also das war schon viel. Nee. Jetzt habe ich wieder die Orientierung verloren. Da oben geht's lang. Oh ja, irgendwie leckt es gerade. Ich glaube, ich mach mal kurz einen Stopp.